sein eigenes Leben, für gewisse Ideale kann man und soll man wahrscheinlich sein eigenes Leben einsetzen. Aber ob man das Leben anderer einsetzen kann, ist überaus fragwürdig. Am fragwürdigsten ist es, das Leben anderer einzusetzen, wenn man ihnen sagt, dass es sicher zu einer Lösung aller dieser Probleme kommen wird im Sozialismus, wenn man von dieser Sicherheit aber in Wirklichkeit nichts weiß. Wenn man als Intellektueller den Arbeitern gegenüber für die Theorie, für die Richtigkeit der Theorie, der geschichtlichen Theorie sich verbürgt sozusagen und dann die Theorie nicht einmal richtig versteht, geschweige denn wirklich kritisiert und kritisch geprüft hat. Also das war für mich irgendwie das entscheidende Erlebnis vielleicht meines ganzen Lebens. Es ist eigentlich ein Kriegsbuch, ein Buch, das ich während des Krieges geschrieben habe, um damit auf die Gefahren der Nachkriegszeit hinzuweisen und vor allem auch um die eigentlichen Dinge klarzumachen, um die es in dem Krieg gegangen ist. Es heißt die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Die Feinde sind hauptsächlich die Faschisten, die Nazis und aber auch die kommunistische Diktatur, ob zwar die kommunistische Diktatur ja damals mit uns verbündet war. Und was ich bei der offenen Gesellschaft gemeint habe, war eine Gesellschaft, sagen wir, in der man frei atmen kann, frei denken kann, in der jeder Mensch einen Wert hat und in der die Gesellschaft keine überflüssigen Zwänge über die Menschen ausübt. Ja, es gibt Gesellschaften, die mehr oder weniger offen sind und es gibt Gesellschaften vor allem, die gar nicht offen sind. Unsere westlichen Demokratien waren sogar während des Krieges weitgehend offene Gesellschaften. Seit dem Krieg ist es leider mehr und mehr dazugekommen, dass die Politik so kompliziert wurde, und die Parteidisziplin so straff wurde, dass die Parteiführer fast diktatorische Mächte haben. Und das ist sehr schlecht. Es ist der Fehler aller unserer Verfassungen, dass unsere Parlamente praktisch allmächtig sind. Und diese praktische Allmacht der Parlamente wirkt sich dahin aus, dass die regierende Partei praktisch allmächtig ist. Und das wirkt sich dann weiter, wie ich eben schon angedeutet habe, so aus, dass der regierende Parteiführer praktisch allmächtig ist. Aber die Grundidee der ganzen Demokratie ist, die Macht zu beschränken und zu kontrollieren. Nicht zu viel Macht, das ist die Grundidee der Demokratie. Die Macht muss verteilt sein, sodass nicht zu viel Macht in einer Hand ist. Und das lässt sich wahrscheinlich durch verhältnismäßig einfache Dinge, durch verhältnismäßig einfache Verfassungsänderungen durchführen. Die Demokratie ist ein großes Experiment. Und die verschiedenen Formen der Demokratie müssen gegeneinander ausprobiert werden. Eine Form und eine andere Form. Niemand ist fähig, alle die Schwierigkeiten, die inneren möglichen Widersprüche vorauszusehen, die sich in der Gesetzgebung verwirklichen, durch die Gesetzgebung verwirklichen. Es geht immer alles Mögliche in einer Weise schief, die man nicht hat voraussehen können. Aber das ist eben, dass man der Grund, dass man in der Politik eine mehr experimentelle Haltung annehmen sollte.